Heute geht es um Besonderheiten beim Thema Abfindung, Kündigung, Aufhebungsvertrag beim Arztberuf. Und ich habe ja hier immer allgemeine Ausführungen zum Thema Abfindung, Verhandlung und so weiter, wie man sich verhalten muss, um eine möglichst hohe Abfindung zu bekommen, wo die Chancen sind, wo die Risiken sind. Und dann gibt es natürlich immer Besonderheiten bei den einzelnen Berufen. Und da wollen wir uns jetzt mal so nach und nach durch die Berufsgruppen hangeln. Ich fange jetzt nicht irgendwie alphabetisch an oder danach, wo die meisten Abfindungen erzielt werden, sondern ich mache das so ein bisschen in der Reihenfolge, wo ich die meisten Besonderheiten habe. Ja? Ihr könnt euch ja immer erstmal die allgemeinen Videos, da gibt es ja unendlich viele zum Thema Abfindungshöhe und Kündigung, Aufhebungsvertrag anschauen. Und wenn ihr dann einer bestimmten Berufsgruppe zugehörig seid, dann empfehle ich euch, das jeweilige Video noch einmal oben rauf zu setzen. Wir werden dafür auch eine extra Playlist haben. Und wenn du jetzt sagst, jetzt macht der schon wieder was für die Ärzte, aber ich bin ja Ingenieur, dann ich mache auch was für Ingenieure. Aber wenn du irgendwelche anderen Berufsgruppen noch interessant findest, weil du der angehörst und da Besonderheiten wissen willst, schreib das in die Kommentare. Ich nehme da gern eure Anregungen auf. Ansonsten mache ich das sehr stark danach, was in meiner Praxis so am meisten an Besonderheiten auffällt. Und da sind es eben zum Beispiel die Ärzte. Und da haben wir zum Beispiel Schlagzeilen wie diese von Anfang dieses Jahres. Ärztin wird fristlos gekündigt. Anschließend erhält sie 400.000 Euro Abfindung. Und da würde jetzt ja, wenn man das so liest, jeder Arzt sagen oder jede Ärztin sagen, ja, ist immer alles MWD bei mir, würde jetzt ja sagen, na Mensch, toll, das sind ja krasse Abfindungen. Ja, das lohnt sich ja immer. Und da muss man dann jetzt so ein paar Besonderheiten wissen. Zunächst einmal ist es tatsächlich für uns bei den Ärzten gar nicht so einfach. Ja, also diese 400.000 Euro hier, das ist wirklich nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, man muss dazu wissen, das ging auch durch die Presse und das spielt auch in Hamburg und da gab es auch wirklich eine üble Vorgeschichte. Und der Arbeitgeber wollte, glaube ich, hat sich da, sage ich mal, auch nicht besonders schlau verhalten, zumindest soweit ich diesen Fall so aus der Presse wahrnehmen konnte, hätte ich das alles völlig anders gespielt. Auf Arbeitgeberseite jedenfalls ging das dann auch noch durch die Medien und am Ende des Tages kam das hier raus, weil der Arbeitgeber wahrscheinlich auch einen Deckel drauf machen wollte. Aber erstmal die normale Situation, mit der sich ein Arzt konfrontiert wird, sieht, wenn er es da irgendwie mit seinem Arbeitgeber Ärger gibt, ist ja doch Folgendes, ja. Viele Ärzte sind als Arbeitgeber bei uns. Die meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt, du bist als Arzt Arbeitnehmer, ja? Und da ist die typische Situation, wo wir sehr häufig Anrufe haben, ist natürlich die Situation, wo der Arzt oder die Ärztin noch extrem in der Phase ist, wo sie irgendwas will vom Arbeitgeber. Ja, noch so irgendwelche Zusatzausbildungen, Facharzt und so weiter. Oder wo man auf die Gunst irgendjemanden hofft, ja, oder lange Zeit gehofft hat und wo immer solche Dinge noch eine Rolle spielen, wo es also eine andere Situation ist, als jetzt, sag ich mal, der Fließbandmitarbeiter eines Autozulieferers, ja, wo der zwar auch gut verdient, aber wo letztendlich der kriegt sein Geld für seine Arbeit, fertig, ja, der hat nicht irgendwie Ideen mit seinem Vorarbeiter gemeinsam, dass der ihm hilft bei seiner Karriere oder so. Und das haben wir eben bei Ärzten erstmal als grundlegend andere Situation, die uns manchmal die Verhandlungen erschwert. Ja, also für mich ist es natürlich immer besser, ich muss keine große Rücksicht nehmen. Wir nehmen von uns aus schon immer Rücksicht bei den Verhandlungen. Also ich sage immer, niemals verbrannte Erde hinterlassen, schlägt man dir auf die rechte Wange. Also steckt dein Arbeitgeber dir auf die rechte Wange, du bist der Arbeitnehmer, ja, dann halt ihm die linke auch noch hin, voll so Jesus-mäßig, weil wir immer gegen die Zerrüttung kämpfen. Die Zerrüttung ist immer für den Arbeitgeber gut und wenn du jetzt so darauf einsteigst, dein Arbeitgeber provoziert dich, du provozierst ihn oder über die Anwälte, ja, dann ist immer die Gefahr der Zerrüttung da. Deswegen sind wir ja sowieso immer freundlich und hinterlassen keine verbrannte Erde. Aber unsere Ärzte, also die ich betreue, ja, die haben halt immer diese Sorge, dass da ihnen irgendwie Ungemach droht, wenn sie sich mit dem Arbeitgeber anlegen. Ja, das ist so der eine Punkt, der natürlich die Sachen immer ein bisschen schwierig macht und Leute dann auch davon abhält, mal rechtzeitig zu uns zu kommen. Der zweite
negative Punkt für die Verhandlung ist, dass aufgrund dieser Konstellation die Arbeitgeber häufig gar nicht gewöhnt sind, dass immer einer Gegenwert zeigt. Ja? Und das ist jetzt so ein bisschen so eine Geschichte in anderen Bereichen, wo der Arbeitgeber schon häufiger auf die Nase gefallen ist, so wie jetzt hier in diesem Fall hier und mal so richtig abdrücken musste. Diese Arbeitgeber sind künftig natürlich vorsichtiger, aber auf solche Erfahrungen können wir in den Arzt bei den medizinischen Berufen häufig nicht so anknüpfen. Ja? Helfende Berufe, das sind auch häufig Leute, die eben anderen helfen und die jetzt nicht für sich immer das Optimum rauspeitschen wollen. Das ist auch, führt auch sicher dazu, dass so eine gewisse Zurückhaltung herrscht. Ja? Und letzter Punkt auf der Negativliste, ich komme auch gleich noch zu ein paar Dingen, die sich vorteilhaft auswirken für unsere Verhandlungen regelmäßig, ja, aber auf der Negativliste darf man auf jeden Fall auch nicht vergessen, dass natürlich im Gesundheitsbereich Leute gesucht werden, nahezu überall. Leute werden gesucht, die Arbeitgeber sagen sich, ja mein Gott, selbst wenn ich mit dem Arbeitnehmer nicht so 100% einverstanden bin, selbst wenn der nicht so optimal sich verhält, ja, dann ich suche ja grundsätzlich Leute, warum soll ich denn jetzt hier Riesenabfindungen zahlen, um einen loszuwerden? Ja? Und Teil dieses Dinges ist natürlich dann immer auch noch, dass wenn ein Fließbandmitarbeiter keine Lust mehr hat, dann fängt er an, halt weniger Teile zu machen. Und dann, wenn jemand im Arztberuf keine Lust mehr hat, dann kann er deswegen ja seinen Patienten nicht schlecht behandeln. Ja? Der wird ja immer natürlich trotzdem eine gute Arbeit ableisten müssen, weil er auch ein Eid abgeleistet hat, ja, Hippokrates oder so, ja, ihr erinnert euch. Also da ist natürlich quasi immer so ein Zwiespalt. Ich sage ja immer den Arbeitnehmern, ne, ihr schuldet eine Leistung mittlerer Art und Güte, also Dienst nach Vorschrift im medizinischen Bereich von den meisten Ärzten, also schwer umzusetzen, ja. Und dann kommt auch noch dazu, Ärzte sind auch relativ selten krank, ja, weil die muss ja andere behandeln. Und das sind alles natürlich Punkte, die spielen dem Arbeitgeber in die Hände, machen mir das Leben schwerer. Andersherum gibt es natürlich auch Punkte, wo ich gut ansetzen kann, ja. Und das sind die ganzen Punkte, wo man halt als Arzt ja häufig jenseits des Arbeitsrechts arbeitet. Ja? Also bei der Arbeitszeit, bei den Ruhezeiten, bei allen möglichen, auch bei der Vergütung, bei allen möglichen Sachen, bei der Ankündigung, Dienstplan und so weiter, Datenschutz im Dienstplan, also da fallen mir 100.000 Sachen ein sofort, ja? Wo wir ansetzen können, wo der Arbeitgeber gegen Arbeitsrecht verstößt und dann wir eben, und dann kommen eben doch am Ende gute Sachen zustande, ja, wo man dann, das ist übrigens nicht meine Mandantin hier gewesen oder so, ich kann das nur aus der Presse, sonst würde ich den Fall nie verwenden, ja, der ist sowieso in der Presse breitgetreten worden und sie hat sich auch sehr da mit der Presse sozusagen zumindest nicht gegen die Presse gearbeitet, um es vorsichtig zu sagen, ja, was völlig legitim ist. Muss man sich immer vorher überlegen, solche Strategien, aber also gerade wenn man jetzt ein junger Arzt ist, würde ich das vielleicht jetzt, oder eine junge Ärztin, da muss man sich jetzt natürlich genauer überlegen, wie es danach weitergeht, wenn man ein ganzes Berufsleben vor sich hat. Wenn man jetzt jemand ist, der, sag ich mal, schon sich einen Ruf erarbeitet hat, der richtig gut ist, dann kann man vielleicht auch sowas im persönlichen Marketing verkraften, weiß ich alles nicht, ja, wie das geht. Aber das sind Dinge, die muss man besprechen. Zusammengefasst kann man jetzt sagen, bei Ärzten also, wir haben eine Menge, was für uns nicht so gut ist und viele Punkte, ja, also die das Ergebnis tendenziell verschlechtern und die Erwartung verschlechtern, die man da berücksichtigen muss. Und wir haben aber auch viele gute Ansatzpunkte, sodass, wenn jetzt, es gibt ja jetzt immer so bei Berufsgruppen natürlich auch, wenn ich so auf meine Zettel gucke, mit wem habe ich denn jetzt Termine als nächstes, ja, und wenn ich da jetzt sehe, Ärzte ist okay, ja, ist jetzt nicht, ich denke dann in dem Moment nicht, oh, Selbstläufer, ein Arzt, ja, super, das läuft ja wie nichts, ja, sondern ich denke so, ja, okay, so ein bisschen übrigens wie so bei Bankern, ja, bei Bankern denke ich immer, ah, die Arbeitgeber, die Banken, die sind natürlich geizig, die haben zu viel mit Geld zu tun, da wird man immer geizig, wird man immer zum Pfennigfuchser. Ja? Banker, Steuerberater, die beschäftigen sich zu viel mit Pfennig- oder Centbeträgen und sind deswegen immer sehr, sehr schüchtern bei dem Rauswerfen von großen Summen. Ja? Aber umgekehrt, weil sie, die haben Geld. Also so ähnlich gemischtes Gefühl habe ich bei den Ärzten. Wenn du selbst
Arzt bist oder einen anderen Beruf hast und willst unser Angebot einer deutschlandweiten kostenlosen Erstberatung bei Kündigung oder Aufhebungsvertrag annehmen, ja, willst du dir das mal anhören, was ich zu deinem konkreten Fall zu sagen habe, ja, dann ruf an.